Erster Punkt. Sagt euch irgendetwas, die Gaußsche Normalverteilung, Glockenkurve, irgendjemand mal was gehört? Ja, im Matheunterricht, ne? Ich kenne das nur aus Photoshop, Gaußsche Weichzeichner, aber keine Ahnung. Okay, das ist so eine Glockenkurve, ich male sie mal hier hin, also so, es gibt ganz wenig, und zwar genetisch bedingt ganz wenig Kleinwüchsige, mittelgroße sind sehr viele und ganz riesige 2,30 Meter Menschen gibt es auch wieder ganz wenige, gell? Das kennt ihr. Und könnt ihr es akzeptieren, dass die Forschung herausgefunden hat, dass das im Wesentlichen auf DNS beruht? Natürlich ein bisschen auf Ernährungssituation und so weiter, aber auch wesentlich auf DNS-Unterschieden beruht. Ja, zumindest in der Glocke wird das relativ, ja. Ja, würde ich auch sagen. Ist ja das, was den Menschen formt, ne? Habt ihr die Worte schon mal gehört? Intelligenzquotient? Gehört habt ihr sicherlich natürlich Schulnoten, ihr wisst, was das ist. Und sowas wie Klugheit. Und habt ihr auch gehört, dass die Wissenschaft sagt, dass ein erheblicher Teil dieser Glockenkurveverteilung bei der Intelligenz auch wieder genetisch bedingt ist? Schon mal gehört? Ja. Die Intelligenz? Ja. Ja, ich schätze schon. Ja. Denn natürlich können wir einiges über Bildung beeinflussen und so weiter, aber irgendwo ist es doch so, dass im Durchschnitt sehr, sehr, also Professoren zum Beispiel meistens relativ aufgeweckte Kinder haben. Ne? Das ist euch bekannt. Ja, kann durchaus sein. Ja, deswegen schwankt ja auch sozusagen die Korrelation, man nennt das Korrelation, das heißt, nicht jeder, der einen hohen IQ hat, hat auch eine gute perfekte Schulnoten. Das ist nur 0,7. Meistens haben Menschen, die, sagen wir mal so, einen sehr niedrigen Intelligenzquotienten haben, auch meistens relativ schlechte Schulnoten, aber nicht jeder. Es gibt immer kleine Unterschiede. Genauso ist es bei der Klugheit, die ist nochmal was anderes, denn Intelligenz ist ja nur ein technischer Wert. Ne? Jetzt ist das. Die Schulnoten ja auch nicht alles. Das sind ja nicht der Maßstab, die Schulnoten, ne? Schulnoten sind nicht alles, auch wenn so Leute wie Albert Einstein natürlich überall die Bestnote hatten. Nee, sogar Einstein hatte mal eine 4 in Mathe. Habe ich auch gehört eigentlich. Na, das sind so die Märchen und Mythen. Ich habe das mal wirklich nachgeprüft und dann wurde die Aussage, war ganz klar, in seinem Abschlusszeugnis hat Albert Einstein ausschließlich Bestnoten gehabt. Und zwar also quasi 1,0. Ja? Also insofern gibt es auch Märchen darüber. Ja? Manche. Damit sind wir aber auch schon bei dem ersten Thema, nämlich dass es das Problem ist, dass wir viele Menschen haben, die bei dieser Gaußschen Normalverteilung, bei dieser Glockenkurve, zum Beispiel eher in der Mitte sind, halten sich aber für rechts außen, also für extrem klug und beschimpfen alles als dämlich und blöd. Die Hater im Internet, ja, zum Beispiel, die sind oft sogar vielleicht links, man hat den Eindruck von dem, wie sie schreiben und... Ja, und da ist es eben so, dass das Problem dabei ist, dass man, wir kommen immer wieder auf diese Gaußsche Normalverteilung, dass unsere Gesellschaft teilweise nicht mehr lernfähig ist, weil wir, sagen wir mal überspitzt gesagt, von 80 Millionen Bürgern, 70 Millionen den Eindruck haben, sie wären die Genies rechts außen. Und könnten dem Rest der Welt sagen, wie die Welt ist. Gerade hat mich so eine etwas Verrückte angesprochen von Hare Krishna und sagte mir, es gibt überhaupt keine Probleme auf der Welt. Also es gibt keine Selbstmorde auf der Welt, keine Krebsfälle, keine Übergewicht, keine Vereinsamung, keine Depression. Das gibt es alles nicht. Ja? Hm? Gut, also, aber wir sind uns einig, man sollte immer so sich klar sein, ja, vielleicht ist jemand noch klüger als ich und man kann noch was lernen. Ne? Das, was manche Menschen nicht mehr können. Ne? Ich wollte nicht sagen. Ja. So, jetzt nächster Schritt. Wie alt ist dieses Universum? 3,8 Milliarden Jahre. 3,8 Milliarden Jahre. Nicht schlecht. Es fehlt nur ein kleiner Zehner. 13,8 Milliarden. Aber die 3,8 stimmen. Ich habe es gestern noch mal gegoogelt
Weil so ein verrückter Hater im Internet hat mir geschrieben, 46 Milliarden Jahre. Ich habe bei Wikipedia steht 13,8 Milliarden. Ich kann es ja nicht nachprüfen. Ja, natürlich. Wikipedia kann man auch nicht trauen immer. Aber, ja. Aber ich habe auch keine bessere Zahl. Wann entstand, das ist so von uns entfernt jetzt, 1,38 Meter. Da ist also der Urknall 1,38 Meter entfernt. Ja? Und wann kommt dann nach... Wann kommt dann die Entstehung dieser Sonne und der Mond und Erde? keine Ahnung, 1 Milliarde Jahre? 5 ungefähr, Größenordnung 5. Also ungefähr 1,37 Meter auf 1,50 Meter gab es unsere Sonne noch nicht. Dann entstand unsere Sonne und Erde und so weiter. Und wann entstand jetzt das Leben auf der Erde? Also die ersten Vorläufer der DNS, ich glaube die RNS und so weiter. Also die Vorläufer der DNS, wann entstand das? Das sind Schätzfragen, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viele Millionen, was sagst du? Millionen Jahre, in wie viel? 500? Ja, 500 Millionen. Gut. Eher so 4 bis 3.000 Millionen, also 4 bis 3 Milliarden. Also bei 40 bis 30 Zentimeter entsteht schon das, was so die DNS-Vorstufen, ja. Und dann bilden sich ja irgendwann die ersten kleinen Einzeller und so weiter, ja. Also, zum Beispiel. Die sind schon hochentwickelt. Das ist aber schon richtig lange. Ja. Aber das sind wahrscheinlich eher Millionendimensionen. Ja. Und jetzt sind wir... Und wann, jetzt bitteschön, jetzt machen wir einen Riesensprung von 30 Zentimeter, springen wir ganz bis kurz vor jetzt. Was passierte vor 65 Millionen Jahren? Oh, da habe ich noch nicht gelebt, das weiß ich nicht. Dass wir aufs Land über, also dass wir aus dem Wasser ins Land sind. Stichwort Dinos. Eiszeit oder wie? Nee, Meteoritenschlag oder so. Dass halt Meteorit die Erde getroffen hat. Yes. Ja. And what happened? Es gab auf jeden Fall einen Klimaumschwung und eine Eiszeit, glaube ich, danach. Oder zuerst eine Heißzeit, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall starben ungefähr in dieser Zeit die Dinos aus, die Großen. Was ist mit uns? Was sind wir für Tiere? Homo sapiens. Ja, und wir gehören zu den Säugetieren. Sehr gut. Super. Und was war damals mit den Säugetieren, als die Dinos ausstarben? Das waren Ratten, die haben sich unter der Erde versteckt oder so. Ich weiß nicht, die sind dann irgendwann wieder rausgekommen, wenn es okay war, und haben sich dann weiterentwickelt in verschiedene Richtungen, schätze ich mal. Also als die großen Dino-Fresser weg waren, konnten sich die auf die Bäume zum Beispiel bewegen, dort sich zu Affen verwandeln, Mutation und Selektion, Naturgesetz Nummer 2. Das erste war ja so der Bereich des Naturgesetzes der Gravitation von Isaac Newton, also Universum, Sonne, Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton und so weiter. Und jetzt sind wir im Bereich Mutation und Selektion, Darwin, Wallace und Mendel. Die letzten großen Ereignisse vor den zweiten Scientists for Future. Ja, genau. Super. Das heißt, und danach von den Bäumen runter in die Savanne, das kennt ihr, Fellverlust, irgendwann menschenähnliche, ja? Was ist jetzt ungefähr, habt ihr schon mal gehört, was ungefähr vor 4 Millionen Jahren passiert sein könnte? Gab es da schon Menschen? Australopithecinen, also Vormenschen. Australopithecus heißt der Südaffe. Hat sich da vielleicht an dem Punkt der Neandertaler mit dem Menschen gepaart oder so? Ich weiß nicht genau. Der Neandertaler entstand nicht vor 4 Millionen Jahren, sondern vor 500.000 Jahren spaltete er sich ab, sozusagen. Wann war dann Jesus da? Vor 2000 Jahren. Gute Frage. Ich kann nochmal auf Nummer sicher gehen. Das ist nämlich nicht so ganz unwichtig, dass man einfach mal ein bisschen weiß, wie die Welt ist, wie das Leben ist und so weiter. Denn in der Schule lernen wir das alle nicht. Ne?
Ja, haben wir schon mal gelernt, so den Zeitstrahl auf jeden Fall, aber weiß nicht, ja. Ich helfe euch jetzt wieder. Ja, bitte. Ihr kennt Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und wer ist der vierte im Bunde? Homo erectus, keine Ahnung, nee. Es gibt auch noch einen Bonobo-Affen. Setzen eins, sehr gut. Ja, ich weiß. Sehr gut, super, super, da ist doch die Bildung. Kommen wir gleich zu. Aber jetzt erzählt mir mal, wenn ihr jetzt vor eurem Auge den Gorilla-Mann und seine Frauen seht, Größe Gorilla-Mann und Zähne Gorilla-Mann, Größe Gorilla-Frau, Zähne Gorilla-Frau. Bitte, bitte einen Kommentar dazu. Wie sieht das aus? Größer Kleiner. Bei den Männern jetzt, ne? Ja. Größer. Vermutlich, vielleicht, ja, kann sein. Aber ich würde eigentlich fast darauf tippen, dass die Frauen wahrscheinlich größere Zähne hatten oder so. Wenn du schon so fragst. Ja, weil die mehr zu essen bekommen haben. Ja, so kann man sich irren. Deswegen ist es wichtig, dass man mal ein bisschen Wissenschaft kriegt, ja. Sozusagen. Heute wir machen jetzt ein bisschen Wissenschaft. Nee, die Männer sind doppelt so schwer wie Frauen. Das heißt, das sind richtige Kavenzmänner, richtige King Kongs. Ja, so. Und die Frauen sind wirklich sehr, sehr klein verglichen damit. Was ist mit den Zähnen? Das ist nämlich unheimlich wichtig. Weniger oder wie? Oder mehr? Erinnert euch an die King Kong-Filme. Was ist, wenn das Maul aufreißt? Das sind schon große Zähne. Aber weniger. Was ist, Zähne wie wir oder andere? Ja, so Bäuser. Weiße Zähne, oder? Also, ja, so. Ja, spitze Zähne halt im Endeffekt. Wie bei einer Katze. Und zwar gewaltige Hauer links und rechts und unten, also vier Stück. Vier. Und die Frauen, wie sehen die bei denen aus? Wahrscheinlich hatten die mehr, oder? Nicht so Beißer. Die mussten ja niemanden angreifen und aufreißen. Richtig. Also, viel kleiner, die Eckzähne. Also, wenn die jetzt auch irgendwas damit essen. Wie ist es bei den Löwinnen und den Löwen mit den Eckzähnen? Wie ist es bei den Löwinnen und den Löwenmännern? Gleich. Ja, genau richtig. Warum? Weil die beide zur Jagd gehen. Gehen Gorillas zur Jagd? Also, das Gorillamännchen geht wahrscheinlich zur Jagd und das Weibchen nicht, oder? Gorillas auch nicht, die sind Blattfresser, sie sind wirklich Genau, ja, da hast du recht, ja. Also du hast aber schon gesagt, wozu sind dann also die Zähne beim Mann da? Nicht zum Jagen, sondern zum? Kämpfen. Und um was wird gekämpft? Um die Frauen. Ja, yeah, super. Der Rivalenkampf, ja? Also es geht so quasi, dieser Harem an Frauen. Harem? Harem. Sultan und Harem, kennt ihr? Ja. Dieser Harem an Frauen gehört mir. Wenn du anderer Silberrücken jetzt nicht schnell verschwindest, kriegst du es mit meinen gefährlichen Eckzähnen eventuell zu tun. Ja? Und dann noch ein paar Trommeleien auf die Brust und dann verschwindet der andere. Ne? Das ist Rivalen. Kennen wir. Gibt es auch heute noch bei Menschen. Ja. Oder wieder, kommen wir gleich zu. Bei uns sind nämlich vor 4 Millionen Jahren diese Eckzähne verschwunden. Was bedeutet das? Hatten die Menschen damals schon Waffen? Vor 4 Millionen Jahren? Wann sind die erfunden worden? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Viel später. Die Technik wurde erfunden vor 2,5 Millionen Jahren, also die ersten Steinmesser, die ja die Vorläufer von Speerspitzen zum Beispiel sind und Steinhämmer. 2,5 Millionen Jahren, und so Homo habilis hat man früher gesagt, ne? Der geschickte Mensch. Ja? Also 4 Millionen Jahren keine Waffen. Also was bedeutet das, wenn bei uns die Zähne verschwunden sind? Dass wir keine Rivalen hatten oder nicht rivalisiert haben untereinander. Setzen eins, sehr gut. Das heißt, ein neues Sozialsystem, eventuell ohne Eifersucht,
stärkere Kooperativität, liebevolle Gruppe, keine Rivalenkämpfe in der Gruppe, die die Kooperation ja stören, wenn der eine den Tod des anderen will, wegen der Frauen, ja, und so weiter. War auch wahrscheinlich nötig, weil wir kurz vorm Rande des Aussterbens waren, oder? Damals glaube ich nicht, damals glaube ich nicht. Glaubst du, dass es da so große Populationen gab, dass der Mensch überlebt hat? Also so große Populationen wie die Bonobos heute oder so, bestimmt, bestimmt, ja. Also, und jetzt schnell weiter, also ihr, damit wir nicht zu lang brauchen, ja, schnell weiter. Jetzt kommt die nächste Frage, wir überspringen alles Weitere, ist nicht so wichtig. Was ist vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus passiert? Was? Unser Gehirn ausgewickelt, oder? Entwickelt. Ja, bis dahin war es schon ziemlich groß, ja. Wenn du sagst Homo erectus, dann ist doch die nächste Spitze Homo sapiens. Und da ist doch eigentlich der einzige Unterschied der Ausbau des Hirns, oder? Kann man so nicht sagen, weil ist eine kontinuierliche Linie war. Bis vor 30.000 Jahren haben wir bis zu einem Maximum von 1,5 Litern Gehirnvolumen entwickelt. Und seitdem schrumpft unser, weil wir so eine verrückte Menschheit sind, schrumpft unser Gehirn wieder. Und wir sind jetzt bei durchschnittlich nur noch 1350 Millilitern mit Tendenz Richtung 1000. Wir sind auf dem Wege, also dümmer zu werden als Menschheit. Ja, aber die Masse, also es kommt ja auf die Verknüpfung im Hirn an, ne? Nicht auf die Masse. Wissenschaftlicher Irrtum. Jetzt müssen wir die Evolution, jetzt müssen wir das Naturgesetz von Mutation und Selektion wieder zitieren. Stell dir vor, du würdest genetisch bedingt, du hättest jetzt vor 4 Millionen Jahren gelebt, und da sind die Raubtiere hinter uns her gewesen, die Säbelzahntiger, schon mal gehört vielleicht, ja, und du hättest jetzt genetisch bedingt einen großen Kopf mit unheimlich schwerem Gewicht, aber mit unheimlich geringerer Leistung da drin. Wie wäre deine Fluchtgeschwindigkeit gegenüber jemandem gewesen, der jetzt ein kleines Gehirn hätte, das aber voll leistungsfähig gewesen wäre und dich zu der cleveren Fluchtstrategie auf den richtigen Baum geholfen hätte, zum Beispiel. Das heißt, die Raubtiere fressen immer die, wo was groß ist, aber nichts taugt, weil sie zu schwer sind. Leuchtet ein? Ja. Das heißt also, unser Gehirn, es gibt immer die Behauptung, 10% des Gehirns würden nur benutzt, alles Märchen, alles Lüge. Unser Gehirn ist ein hocheffizientes Organ, das zu 99,9% auch immer genutzt wird. Und im Durchschnitt ist es so, dass es natürlich den einen oder anderen gibt, bei dem die Verknüpfung ein bisschen brillanter ist als bei dem anderen. Aber im großen Ganzen gilt wieder die Gaußsche Normalverteilung. Schweres Gehirn, hohe Leistungsfähigkeit. Ja? Ja, ja, okay. Ich soll ja abkürzen, gell? Ich kann das euch alles mit euch diskutieren. Ja? Nee, danke. Leuchtet ein? Ja, ja, machen wir weiter. Ich sehe mich da noch kritisch. Ja? Wenn du vertiefen willst, sagst du Bescheid. Ja, Fragen lerne ich ja nicht mehr. Wir gehen weiter. Das heißt also, was machen Gorillas bis Bonobos überhaupt nicht? Im Gegensatz zu Menschen. Sprache, die haben rudimentäre Sprache, aber was haben sie gar nicht? Was habt ihr gerade in der Hand? Also Sesshaftigkeit, schätze ich mal. Was habt ihr in der Hand? Sesshaftigkeit. Wann kam die Sesshaftigkeit? Naja, erst später. Was habt ihr in der Hand? Wo habt ihr das her? Ja, hier, Kapitalismus. Kapitalismus. Handel, Tauschhandel, Tauschhandel, Spezialisierung, Arbeitsteilung. Ja, ja. Stimmt, ja. Handel mit Muscheln auch. Ja, Muscheln als erstes Zahlungsmittel. Mhm. Muscheln als erstes Zahlungsmittel, allerdings erst vor 35.000, 40.000 Jahren, glaube ich, wenn die Zahlen stimmen, die ich mal gehört habe. Also das heißt, wir sind die Erfinder des Tausches.
Jetzt ganz kurz, kurze Frage. Stellt euch vor, ihr habt jetzt in dieser Gruppe, in dieser liebevollen, sanften Gruppe, die eher an die Bonobos erinnert, ja, habt ihr sozusagen, jeder von euch hat ein Kind quasi. Und jetzt sind hier gesunde Kräuter und Gemüse und so weiter und Früchte. Und hier sind aber auch ein paar giftige Kräuter, giftige Pilze und so weiter. Was bringt ihr eurem Kind bei und warum? Ja, ich bringe bei, welche Beeren es pflücken kann oder sollte und welche besser nicht. Warum machen das Lebewesen? Um die Art zu sichern. Soll ich es nochmal sagen? Um die Art zu sichern. Ja, vielleicht etwas genauer, um ihre eigene DNS von jetzt auf die Zukunft weiterzutragen. Denn wenn das nicht geschehen wäre bei euren Vorfahren, säßet ihr jetzt nicht hier. Dann werdet ihr so wie bei dieser Zurück in die Zukunft, werdet ihr jetzt plötzlich weg. Ja? Wenn irgendwo ein Bruch gewesen wäre in eurer Vorfahrenlinie. Ne? Und das heißt also, Eltern sind sehr zuverlässig darin, das Beste für ihre Kinder zu tun. Ja? Ziemlich. Nicht heutzutage immer, weil wir sind eine verrückte Zivilisation. Ja? Aber damals schon noch. Damals schon noch. Weil es damals halt um Überleben ging und heute geht es halt um ein bisschen mehr als ein bisschen Essen zu haben. Ne? Ja, ja. Und jetzt, was ist, wenn jetzt kommt der erste Tauschhändler aus 30 Kilometer Entfernung, bringt die Vorläufer der Süßigkeiten mit und so weiter, der ganzen ungesunden Leckereien. Ja? Und der, wie ist sein Interesse, also euer Interesse am Kind haben wir jetzt geklärt. Wie ist aber sein Interesse an den Kindern? Dass die möglichst viel essen davon. Und deren Gesundheit, ob das nun giftig ist langfristig? Ja, ist egal. Hauptsache, dafür kriegen sie irgendwas anderes. Hauptsache Geld auf jeden Fall. Oder Tauschprodukte. Oder Muscheln. Muscheln. Oder Tauschprodukte. Ja, genau. Vollkommen richtig. Ja, ihr wisst es, ja? Und das heißt, das ist doch irre, ist doch ein Riesenkonflikt. Der Händler hat eigentlich das gegenteilige Interesse. Das heißt, der will, dass die Kinder möglichst viel essen. Sie müssen vielleicht noch so alt werden, dass sie selbst wieder viele Kinder kriegen, dass er seine Kunden nicht verliert, ja, dass er keinen Kundenstamm verliert. Aber wenn die Leute dann relativ sehr früh sterben, mit 50, 60 schon sterben oder so, ist ihm eigentlich relativ wurscht. Ja, zumal die Leute dann ja nicht bis 50, 60 gelebt haben, sondern höchstens bis 30. Solange sie halt Kinder bekommen haben, ja. Und die dann aufgezogen haben, damit die wieder einkaufen können. Wobei wir jetzt diskutieren müssen, wie kommt ihr auf die Idee, dass die nur 30 wurden? Wer hat euch das Märchen gesagt? Oh, die Bibel hat mir. Ja, wie werden wir das gesagt? Einfach. Die Bibel spricht von Methusalem und 900 Jahren. Ich glaube, die Zahl 30 kommt eigentlich nur aus dem Mittelalter, weil es da halt andere Zustände aber gab. Verstehe ich nicht, in welchem Alter. Setzen 1. Im Mittelalter vielleicht nur Getreidemüll, vielleicht auch noch verschimmelt, Immunsystemschwächung durch die Kot gejagt, 400.000 Jahre sind wir gerade. Hm? Durch den Kot gewartet. Nein, 10.000 Jahre. Aber ja, da haben wir schon getauscht, trotz allem. Mit anderen Stämmen quasi oder sonst irgendwas. Mit den ersten Händlern, wo die herkamen. Also, ich kann euch eine Zahl sagen von Professor Friedemann Schrenk, der gehört jetzt nicht zu uns, aber der ist ständig im Fernsehen, Planet Wissen und so weiter. Er sagt, der Fernhandel ist entstanden schon, der Fernhandel. Also jetzt nicht der Nahhandel, sondern der Fernhandel. Da gibt es schon Beweise für 170.000 Jahre Alter. Hat man Muscheln gefunden oder was war's? Nein, man findet dann wahrscheinlich Dinge, die es nie da hätte geben können, wenn sie nicht weit transportiert worden wären aus einem Handelsinteresse heraus. Ne? Also das heißt, ihr wollt es doch schnell, gell? Ja, schnell ist schon vorbei. Ihr wollt es schnell. Eine Ärztin hat es geschafft in 7 Minuten. Ja. Danke, das war kein Kompliment. Weiter geht's. Das heißt also, der Waffenhändler, wenn er jetzt Geschichten ausstreut, dass eine Gruppe die andere angeblich totgeschlagen hätte, die Geschichten stimmen nicht, aber er verkauft mehr Steinäxte. Wenn Geschichten erzählt werden, dass irgendwelche großen Geister den Körperkontakt zwischen Mutter und Kind nicht mögen,
dann hat das Kind Glückshormonemangel, die Mutter Glückshormonemangel, beide essen sie mehr Süßigkeiten und der Händler gewinnt. Oder Milchpulver. Oder Milchpulver. Ja, Milchpulverskandal und so weiter. Ja, das heißt also, mit dem Handel fängt die Zerstörung der Umwelt, der Erde, das Ausplündern der Erde, die Kriege, die Kriegsförderung fängt an, alles Übel, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Alles, was schlecht ist in dieser Welt, begann damals. Und damals wurden... Durch Handel ausgelöst? Ja. Ist doch eine tolle neue Information. Aber dann müssen wir aufhören zu tauschen und zu handeln, oder was ist die... Nein, wir müssen den Handel nur steuern und lenken. Also Handel an sich ist nicht das Schlechte, die Steuerungslosigkeit ist das Problem. So, jetzt aber nochmal zurück. Also wir gehen davon aus, Professor Sven Völpel sagt, wie alt kann der Mensch werden? Ich sage es euch, ihr habt keine Zeit, 127 Jahre. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen damals, es gab keinen Grund, sie hatten keine Raubtierfeinde, sie hatten keine Feinde, sie haben keine Kriege geführt. 127 war bestimmt gut möglich dort, ja, damals. Also nichts mit 30. Märchen, schulmedizinisches Märchen, um zu erläutern, dass wir Erfolg hätten. Aber, denn die Schulmedizin bringt uns gerade auf 80, da fehlen uns aber 47 Jahre. Ja? Also ja, Märchenbildung, Märchenmythen sagen. Wie würdet ihr das Problem lösen? Also Abschaffung des Tauschhandels muss vielleicht nicht sofort sein, ne? Machen wir nicht, oder? Wie machen wir aus dem Tauschhandel, der jetzt alles zerstört hat, wie machen wir aus dem den Weltretter? Wie machen wir den Tauschhandel zum Weltretter? Das ist die Frage. Habe ich keine Antwort drauf. Zum Beispiel Schamanen, mein Hausarzt bekommt in Zukunft am meisten Honorar berechnet mit einem komplizierten Berechnungsschlüssel, wenn ich nie krank werde. Und er mir mit ganz spaßmachenden, entertainmentmäßigen Gesundheitskursen, Ernährungskursen, Einkaufskursen, Sportkursen und so weiter, mich betreut, so eine Art Gesundheitsgemeinde sich bildet wie vor 400.000 Jahren, die Menschen glücklich zueinander leben, die Vereinsamung aufgehoben wird, alle Probleme gelöst werden. Und wenn ich nie krank werde, kriegt er für mich am meisten Honorar ausgeschüttet. Und genauso bei allen anderen Versicherten, die sich ihn als Hausarzt gewählt haben. Und beim Lebensmittelhändler, den ziehen wir dazu rein. Und der kriegt auch von der Krankenversicherung den entscheidenden Gewinn dann, wenn seine Kunden gemessen mit der Krankenversicherungseinkaufskarte, wenn seine Kunden, die da einkaufen, typischerweise auch seltener krank werden als zum Beispiel bei anderen Händlern. Gute Idee? Das ist im Supermarkt ein bisschen kritisch, weil man hat ja immer noch die Freiheit, das auszuwählen, was man kauft. Und wenn man Scheiße einkauft, dann ist man selbst schuld. Aber der Händler hat ja natürlich keine Chance. Die ungesunden Sachen stehen ja alle, zum Beispiel rundum in den Ecken und so unten stehen die alle, weil freiheitliche Gesellschaft, jeder darf alles kaufen. Aber... Er darf sie nicht bewerben, oder? Er nichts darf, also keine Verbote, nichts. Ja? Also, das heißt, der Händler wird von sich aus der Mitte des Marktes eine Gesundheitslandschaft machen mit Gemüse, ohne Glyphosat und so weiter. Monsanto wird Bodenentgiftungsmittel herstellen, mit denen die Landwirte, die Zulieferer ihre Böden wieder völlig giftfrei und plastikfrei hinkriegen und so weiter. Hört sich schön an. Das heißt also, dadurch sparen wir 50% aller Krebserkrankungen in Deutschland ein, sparen viel Geld. Die Krankenkassen haben unheimlich viel Geld im Speicher. Wir ziehen die in die Staatshand, lassen 5% als Wirtschaftsförderung, damit die Wirtschaft auch sagt, diese Reformen finde ich toll, weil sie dann den Vorteil haben. Denn zum Beispiel auch die Leute werden ja auch in den Betrieben seltener krank. Wir ziehen auch das in die Staatshand, die Gewinnsteigerung durch mehr Gesundheit, ja, lassen aber 5% in der Wirtschaft als Wirtschaftsförderung. Die Menschen werden ja nicht gesünder dadurch, dass sie gesunde Sachen essen. Wenn ich jetzt Krebs habe, bringen mir auch ein Strauch Brokkoli nix. Ja, aber der Auslöser liegt vielleicht auch in dem, was manchmal ist. Was zuvor schon, ja, aber wenn ich jetzt schon Krebs... Also, ja, aber langfristig noch... Also, das,
Ihr wollt es ja schnell. Der Konflikt ist jetzt, dass du glaubst, dass Krebs eher genetisch bedingt ist, während zum Beispiel Professor Michaela Döll, einer der besten Ernährungsbiologen, dass mittlerweile die Wissenschaftler sagen, Krebs ist großteils lebensstilbedingt, Zigaretten zum Beispiel und so weiter. Dass das in Wirklichkeit also 50% aller Krebserkrankungen allein durch gesündere Ernährung eingespart werden können. Ja? Could be. Kann sein, ja. Ja, ich kann es euch sagen, das ist halt die besten Wissenschaftler der Erde überall behaupten. Also, das heißt also, wir sparen viele Milliarden ein. Wir geben insgesamt der Wirtschaft 5% Wirtschaftsförderung ab, damit die zufrieden sind. Und wir entschädigen die Pharma und wir entschädigen die Pharmaaktionäre. Wir entschädigen die Pharmaaktionäre, indem wir, weil die Pharmaindustrie liefert ihre Krebsmedikamente in 200 Länder der Erde, aber der deutsche Markt ist wichtig und da geht es ja dann zurück. Ne? Wir müssen also die Aktionäre entschädigen, sonst schicken die uns die Lobbyisten und sagen, stopp, keine Gesundheitsreform. Leuchtet ein? Ja. Gut. So, schneller Weg, also schnell zum Ende. Wir kriegen dann im ersten Jahr 50 Milliarden plus, im zweiten Jahr vielleicht 80 Milliarden und so weiter, 900 Milliarden in 7 Jahren. Dadurch können wir das letzte Kohlekraftwerk voll, alle Kohlekraftwerke zu stoppen, kostet ungefähr 400 Milliarden Euro. Wir kümmern uns um die arbeitslos werdenden Mitarbeiter, verändern dazu auch die gesamte Struktur des Arbeitsamts und das wird zum Entschädigungsamt und so weiter. Also das heißt, wir kümmern uns um alle, lassen niemanden alleine und machen dann die Verkehrswende, führen die CO2-Steuer so ein, dass die Leute so großzügig entschädigt werden, dass niemand weint, niemand geschädigt wird und nach den 900 Milliarden laufen die Milliarden weiter und wir kriegen ein Riesenwirtschaftswunder und senken die Steuern spätestens dann. Senken die insgesamt die Steuern, alle sind zufrieden, glücklich und all das, was an Bösem man dem Kapitalismus zuschreibt, ist einfach weg. Ich kann das jetzt im Kopf nicht mit nachrechnen, aber kann sein auf jeden Fall. Ja, also hört sich schön an.